Hey Leute und herzlich willkommen zu einem, also zum endlich ersehnten Video, also von mir und von euch wahrscheinlich. Es geht nach Groß Asbach gegen den VfR Aalen. Ich bin jetzt auch schon ein kleines bisschen spät dran, deswegen würde ich sagen, werde ich hier gleich wieder einen Schnitt machen. Ich wollte nur, ich zeige mich jetzt auch mal kurz, so gut es geht, hier in Groß Asbach Trikot. Und Groß Asbach Schal. Erst dachte ich mir, warum habe ich mir einen Seidenschal gekauft, wenn ich, oder wenn es so kalt wird, aber das Wetter, also der Wetterbericht, hatte eindeutig recht. Und jetzt dauert der Anfang nicht so lange, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei der Mechatronik Arena, also bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Ich habe mir jetzt doch noch eine Powerbank geholt. Für 10 Euro von Intenso. Hat jetzt gereicht mit dem Rest Akku. Also mit dem Rest, wo da noch drin war. Ich habe es jetzt geschafft, mit dem Shuttlebus hierher zu fahren. Also jetzt werden wir erstmal sehen, wie das Ganze jetzt hier so wird. Ich bin gespannt und ich werde jetzt erstmal reinlaufen. Wir haben noch gut eine halbe Stunde. Ein bisschen mehr. Aber man kann sagen, gut eine halbe Stunde bis zum Spiel. Und mal sehen, also ich muss jetzt den Regio nehmen, weil ich die normale S-Bahn. Ja, ich habe sie verpasst, aber ist egal. Auf jeden Fall werden wir sehen, wie das Ganze jetzt so wird. So, ein bisschen zur Seite. Das ist übrigens mein erstes Stadionbesuch seit langem wieder. Also da dürft ihr auch noch ein bisschen gespannt sein. Oder da werde ich auch noch ein bisschen gespannt sein. Deswegen ist es auch eigentlich gut, wenn ich hier anfange und nicht gleich bei Freiburg. Deswegen hoffen wir mal, dass sie hier das Spiel gewinnen werden. Im Derby. Wenn schon Derby, dann sollen die es auch hier gewinnen. Und deswegen wir hier sehen. Ich werde mal schauen, so. Mein Gott. Schauen. Seid ihr auch in den Familien? Das würde ich aber sagen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich drin bin. Also bis gleich. So, ich werde mich jetzt mal kurz wieder. Ich weiß nicht, wie gut man mich hört. Hier ist viel Musik und viel, da wirklich viel Musik und es ist viel los. Obwohl ein Montagsspiel ist. Also, ja, okay, es sind noch Ferien bei uns, aber es ist trotzdem viel los beim Montagsspiel, weil viele in der Bundesliga zum Beispiel hassen Montagsspiele. Ich bin auch kein Fan von Montagsspielen, aber also es sei denn, ist es so wie heute. Ich muss mich mal gucken, ob das. Ja, okay. Also, wie gesagt, es sei denn, ist es wie heute. Und hier könnt ihr mal den Stadionplan sehen. Und da gehe ich jetzt rein. Da wo sich jeder anstellt. Werden wir gleich mal sehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Copyright aussieht wegen dieser Musik hier, aber das ist mir egal. So, wenn ich es löschen wollen, werde ich es nochmal hochladen, also dann ist es egal. Ich würde sagen, jetzt wirklich bis gleich, bis ich drinne bin und ja. So. Jetzt habe ich es geschafft, hier rein. Ich war
natürlich, weil ich zum ersten Mal hier war am falschen Ding. Erst. Ich kurz. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen werde und wie gut man mich hört, aber hier sieht man es auf jeden Fall schon. Ich schau mal, vielleicht stelle ich mich auch noch weiter vorne nachher noch. So wird man aber dann sehen. Ich würde sagen, also, ja, zum Rest sage ich nachher noch was, aber es sieht auf jeden Fall gut aus und dafür, dass es ein Montagsspiel ist, was viele nicht mögen, ist doch hier, also dafür, dass es die dritte Liga ist, einiges los, muss man sagen, das ist sehr gut und ja. Ich bin jetzt kein Fan von dem Verein, aber ich mag den Verein sehr und es ist einfach cool hier zu stehen, muss man echt sagen. Und man merkt es auch, also ja, einiges los, nur dass ich ein bisschen irgendwas verkackt habe, um den Sitzplatz zu holen. Also das ist meine eigene Schuld, weil ich weiß nicht, also die Haupttribüne wird noch voll, da ging wirklich gar nichts mehr, da habe ich noch einen zweiten Anlauf, wo ich wusste, wie es funktioniert. Keinen Platz bekommen, aber dort hätte ich mich auch sitzen können. Ein bisschen teurer als gedacht, also derjenige, der gesagt hat, die Preise sind hier normal, also in Freiburg sind die Preise normal, aber hier hart an der Grenze, aber es ist okay. Und also dass hier nicht so voll ist und man sich hier hinsetzen kann, ist gar nicht so schlecht. Ist wirklich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Drittliga-Hymne findet, oder eigentlich alle anderen findet, weil die Torhymne hier findet man ja auch. Aber dass man sowas zum Beispiel hier nicht findet, ich meine, das ist zwar... Es ist zwar Schlager und es ist nicht so meine Musik, aber es gehört eigentlich mit dazu, dass man das hier... Ich finde dann eigentlich auch, ja, das gehört einfach dazu, dass man irgendwas erstellt in der dritten Liga, wo zum Beispiel alle Hymnen dabei sind oder so. Und auch hier wird man dumm angeklopft wegen dieser Kamera. Stört es eigentlich hier weniger. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem noch ein bisschen weiter nach vorne hinbegeben. Weil ich eigentlich gerade ganz gut sitze. Ja, ich sitze eigentlich ganz gut.
zu mögen. Langsam fange ich echt an, das Lied zu mögen. Also, das ist eines dieser Lieder, wo man sich so sagt am Anfang so, nicht schlecht, aber nicht mein Geschmack. Und dann denkt man so, okay, doch irgendwie geil. Ja. Deswegen. Ich bleibe jetzt auch gleich. Ja. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Spiel wirklich beginnt. Also, bis gleich. Jetzt hört man mich gerade wahrscheinlich gar nicht, aber... Scheißegal! Kriege ich es auch nicht ganz drauf, also das ist dann in dem Fall egal. Okay. Ein guter Versuch, aber ein Versuch ist eben ein Versuch, aber es war trotzdem gut. Muss man schon sagen. Okay.
Jetzt ist. Ja. Hey, komm. Ja. Ah, da haben die recht. Die Fans, also. Also, in Derbys geht da ein bisschen mehr zur Sache, aber so. Also. Ja. Wenn er sich jetzt. Das will ich nicht mal auf den Fall. So. Mit der Kamera in der Hand, aber das ist egal. Solange man ein bisschen das Spiel sieht, ist es okay. Setz dich hier. Also solange man hier ein bisschen das Spiel in der Kamera sieht, muss er hier nicht alles sehen, aber ich werde jetzt auch erstmal kurz einen kleinen Schnitt machen und gleich wieder weiter filmen. Also bis gleich. Hier. Tabelle 1, Tabelle, ja. Punktestand 1-0. Vorstand. Siebte Spielminute. Tor für uns SG Sonnenau. Das. Tor für uns SG Sonnenau. Tor für uns Dortmund. Denke mal, Ecke Kopfball, Tor auf die Ecke kam. Käse 7 von unserem Schiffspinner Kai. Und das stand richtig, der Torschütze, die 19, Marco! Marco! Marco Hinger! Nein, scheint seine Blende anzuhauen. Nee, also Marco Hinger war es. 1-0, neue Spielstand. Es geht so noch mal was vor! Gegen den Torwart. 1-0. So kann es weitergehen. Siehst du, Schnabel, so wird das gemacht. Ja. Das Tor ist nicht drauf, aber es ist egal. Es muss trotzdem so sein. Deswegen früh jetzt noch eins machen. Ja, da gibt es schon einen Einladung von jetzt an, das ist die Liebe-Wechsel. Okay, ja. Dankeschön, Jonas Meiser. Okay, es ist jetzt so gut gelaufen. Jetzt müssen wir noch früh eins machen und dann hoffen, dass es so bleibt. Dann ist allen erstmal ein bisschen, bei allen ein bisschen die Luft raus, wenn wir jetzt noch eins machen. Würde ich erstmal sagen, wir sind zwar auch stark, aber ja. Mann.
Ja, ich würde dann trotzdem wieder sagen, bis gleich, wenn wieder irgendwas passiert. So. Kurzer Zwischenstand, immer noch 1-0, aber solange es so bleibt, ist es okay. Also solange es so bleibt auf Sieg. Ja, ein Tor wäre schon drin gewesen sogar. Schön Spiel! Ja! Ja, komm! Vor! Ah! Nabak hatte so eine gute Chance. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er auf der Kamera war, aber. So ist okay. Nee, auch nicht. Einiges. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wieder mal was Spannendes passiert oder was etwas Spannenderes ist. Obwohl gute Chancen sind schon da, muss man sagen. Aber ich will jetzt wieder nicht das ganze Spiel euch filmen, also dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Na wobei, wartet mal kurz. Ah, ja. Ja. Sollten wir die Aktion noch haben, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich sage ja, die Partie ist wirklich echt nicht schlecht. Leider ja. Also leider war das ein Foul. Aber aus der Position wird es schwierig für beide Teams. Gleich. Und ja, schauen wir uns hier an.
knapp. Aber jetzt wirklich mal bis gleich. Jetzt kann ich hier gleich die ganze erste Hälfte filmen. Aber naja. Bis gleich. So. Nochmal ein kleines Update. Es ist die 44. Minute und es ist immer noch 1-0. Also. Ja, ein 2-0 wäre schon mindestens drin gewesen. Aber. Was nicht soll, das soll nicht, aber es kommt noch irgendwann. Ich hoffe, dass es irgendwann noch kommt, aber. Ach, komm. Ich bin noch voll draufgehalten, als wir es gesehen haben. Kein Mensch pfeift denn es. Nachspielzeit 1 Minute. Na, okay. Ich hätte jetzt mit 2 oder 3 gerechnet, aber eine ist okay. Wenn es was passiert ist. Die andere Seite drüben ist zum Filmen, aber das passt schon. Hey! Hey! Das kann ich jetzt nicht so gut filmen, aber. Ja. Das war lauter Elend, ist der Unfall! Lauter Elend, Leute! Du musst ja nicht. Das hätte echt nicht sein müssen. Ich hab das gesehen, aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Also, ich versuche es euch mal einzufangen, aber. Also, wenn es jetzt ein Tor gibt, dann ist das echt. Ja, das war dann echt dumm, hart, dumm. Naja. Oh, ja, so ist gut. Ich kann das leider nicht mehr filmen. Ja, so, immer raus damit. Die Fanapplaus. Diese starke Aktion. Weg, weg, weg! Ja. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe erstmal kurz raus. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Ich wollte mich nur mal an den Ort stellen, wo ich mal ein bisschen besser filmen kann als im Stadion selber. Es geht. Man rechnet nur nicht so viel damit, dass irgendwie die Kamera da ist zum Filmen. Also die anderen Fans rechnen nicht so sehr damit, weil ja, es einfach nur ein Drittliga-Verein ist und also nicht so viele da und auch nicht so viele Kameras deswegen oder so viele Leute, die irgendwas filmen. Aber ich muss sagen, mir gefällt es. Es ist ein 1-0. Wenn wir das halten können, also eins muss noch. Also man hat gesehen, es geht und man muss es reinmachen. Vor allem, den einen habe ich schon ganz drinnen gesehen eigentlich. Der war für mich ein Muss gewesen, ein hundertprozentiges Ding eigentlich. Aber ich würde mir jetzt auch gleich noch was zu essen holen oder mal schauen. Aber ich muss sagen, super bis jetzt. Es ist... Okay, also man kann es, man schaut es gerne an und der Fansupport ist auch da, also bei fast jeder guten Aktion, oder bei jeder wirklich guten Aktion sind richtige Emotionen da und man freut sich und das ist sehr gut und sowas macht ein gutes Team aus, muss ich sagen. Also es ist wirklich da. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt mit der Musik ist, aber wenn das Video gesperrt werden sollte, dann werde ich es nochmal hochladen. Also dann werde ich mal gucken, dass ich es irgendwie anders mache. Aber auf jeden Fall, es macht Spaß. Auch wenn es die dritte Liga, oder ich sag mal, es ist die dritte Liga, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und man ist gerne hier eigentlich, muss man sagen. Es wird auch definitiv nicht das letzte Mal sein, wo ich hier gewesen bin. Definitiv nicht. Ja, das sind jetzt alles nur so ein bisschen kleinere Schnipsel hier, was ich euch filme. Aber ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was ich filmen kann. Ich werde auch am Ende nochmal was dazu sagen. Also bleibt gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Bis gleich oder bis nachher, wie auch immer. So. Also da bin ich wieder und zu diesem Ergebnis...
Zu diesem Ergebnis sage ich später noch dazu was. Ich wollte es euch nur mal kurz gezeigt haben, hier im Video. Also, dazu sage ich einfach später noch was. Also, das war nur kurz, also bis gleich. So, und das hier wird jetzt 2 Tage später der richtige Schluss für das Groß-Asbach-Video. Ich habe jetzt ja nochmal die Statistiken und alles aufgerufen. Und Spielverlauf, also man kann es sehen, was passiert ist. Ja, wie gesagt, Tor in der 7. Minute. Und dann musste Röttger, also einer der Besten von Groß-Asbach, raus, verletzt. Und ja, also hier sieht man nochmal die Aufstellungen von Groß-Asbach und von Aalen. Von Aalen sieht man sie hier wegen der zweiten Hälfte. Also ja, das ist die zweite Hälfte, weil erst hat Groß-Asbach hier gespielt und man stand eigentlich direkt dahinter, wenn man Bock hatte, sich weiter vorzustellen oder so. Hat aber irgendwie keiner gemacht. Und ja, die Statistik spricht eigentlich für Groß-Asbach, also Passgenauigkeit jetzt nicht, aber Fouls auch nicht unbedingt, es war auch ein bisschen zu viel. Gelbe Karten, also ich habe da weniger gesehen, was der gepfiffen hat an gelben Karten. Also zumindest, als er die gelbe Karte gezeigt hat, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Abseits, also... ja, Ecken geht klar, Schüsse gehen auch klar, nur Torschüsse, also 6 Torschüsse. Ich weiß nicht, was die Statistik als Torschuss zählt, aber das, was Groß-Asbach gemacht hat, das waren keine Torschüsse, das war vor dem Tor ein bisschen rumdümpeln und vielleicht ein bisschen mal einen Pass weiter nach vorne bringen oder so, oder vielleicht mal eine Flanke reinmachen. Aber ein Torschuss? Nein. Wenig. Viel zu wenig ging da. Ballbesitz mit 39%, also da habe ich Groß-Asbach doch ein bisschen mehr gesehen. Da haben die doch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Also ich, woher das die Statistik hat, weiß ich auch nicht. Pässe geht so in Ordnung, Passgenauigkeit geht auch in Ordnung. Fouls, da hat Aalen doch schon mindestens 2 mehr gemacht. Gelbe Karten, ja, auch nicht unbedingt sein müssen. Rote Karten, ja, auch nicht unbedingt. Was der Schiedsrichter auch noch nicht gebacken bekommen hat. Leider nicht hingeschissen bekommen. Einwürfe. 2 Einwürfe für Groß-Asbach hätte es geben sollen. 9 Aalen bekommt die Einwürfe. Vor allem, der Aalener grätscht den Ball raus. Vom Fuß vom Groß-Asbacher weg. Und was ist? Aalen bekommt Einwurf. Wozu? Wofür? Warum? Weshalb? Wieso? Das ist so... also, sorry, aber das ist so unnötig. Es ist... sorry, das ist wirklich so unnötig. Und Groß-Asbach steht damit jetzt auf dem 13. Platz, also... kann man mal machen. Aalen ist jetzt 16. Also, ja, wie gesagt, kann man mal machen. Gegen Karlsruhe werde ich wahrscheinlich auch im Stadion sein. Das muss ich mir mal überlegen. Das ist ja noch nicht... ich kann ja mal gucken, wann die gegen Karlsruhe spielen sollten. Hier am 1.12. Das ist ein... wenn ich mal den Kalender öffne, ist das ein... Samstag. Da kann ich ganz gut hingehen. Also gegen Fortuna Köln will ich jetzt nicht unbedingt... ja... Hürding, ich weiß auch nicht. Also gegen Karlsruhe auf jeden Fall. Oder mit sehr ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Und ja, ich würde dann sagen, bewertet erstmal das Video. Schreibt immer drunter, was man noch verbessern könnte. Und ja, eigentlich hat Groß-Asbach, wie gesagt, Zweitliga-Potenzial. Und sie erinnern mich so ein bisschen an den SC Freiburg. Mit 3 Unterschieden. Eigentlich 2 Unterschiede. Erstens, das Stadion ist nicht so richtig voll oder ist nicht immer ausverkauft, was aber egal ist, weil es nur ein Drittliga-Verein ist, also da muss man ein bisschen Abstriche machen.
Und zum anderen, die schießen zu wenig, die trauen sich zu wenig, die müssen mehr hingehen. Vor allem, wenn die Seite frei ist, dann versuchen nicht rüber zu passen den Ball, nur weil der eine bessere Position hat. Lauf dir die Position raus. Und schieß vor dem Tor, bitte. Schießen! Diese 6 Torschüsse waren noch gut dargestellt von der Statistik. Es war doch gut. Also deswegen sage ich, schießen und laufen. Ansonsten, wie Freiburg, sie treffen aufs Tor, wenn sie mal versuchen zu schießen. Oder wenn sie sich mal trauen zu schießen. Aber reintreffen, das ist noch die große Sache. Die wollen den Ball meistens ins Tor tragen. Und aber was ich auch sehr wie Freiburg finde, und zwar die Fanunterstützung. Bei jeder richtig guten Aktion, bei jeder normalen Aktion, wird nicht unbedingt so Fanunterstützung geben, aber bei jeder richtig guten Aktion freuen sich die Fans, die jubeln, sie klatschen. Es ist sehr gut und es steckt einen auch an, muss man sagen. Und die Hymne, habe ich ja gesagt, es ist ein bisschen zu schlagermäßig, es ist nicht meins, gar nicht. Aber irgendwann kommt man doch in dieses Gefühl rein, so, okay, irgendwie klingt es doch gar nicht so übel. Also, vom Text her klingt es natürlich nicht übel, aber irgendwann denkt man sich so, auch die Melodie und auch, dass es Schlager ist, es ist okay, also es ist gar nicht so übel. Also, ja, es, ja, also, man muss es länger hören. Am Anfang denkt man sich so, was soll ich damit? Also, mit der Art von Musik jetzt nicht Text oder sonst was, aber so, ja. Was ich auch schon bemängelt habe, was ich jetzt noch sagen möchte, bevor ich das Video jetzt hier wirklich beende, ist, ja, dass es auf YouTube sowas nicht gibt. Die Groß-Asbach-Hymne, du findest sie auf YouTube nicht. Ich kann das, ja, ich zeige euch das jetzt nicht. Aber man findet sie einfach nicht. Wenn man Groß-Asbach-Hymne eingibt oder so, oder irgendwas in der Art, dann findet man sie nicht auf YouTube, was ich echt schade finde. Man sollte wenigstens, also man muss sie nicht einzeln hochladen, aber man muss, oder man sollte wenigstens alle Hymnen der dritten Liga in einem Video hochladen können. Und da soll dann auch die Groß-Asbach-Hymne dabei sein. Also sollte man wenigstens tun, weil bei Torhymnen ist sie natürlich dabei. Aber das ist die standardisierteste Torhymne, die ich je gehört habe. Ich weiß nicht, welcher Verein das war, aber da gibt es eine Torhymne, ich verlinke euch die mal, wenn ich sie finde, unten. Die finde ich sehr gut und die ist auch sehr ausgefallen, auch aus der dritten Liga. Und sowas sollte man nehmen als Torhymne. Sowas Ausgefalleneres, was gut klingt und so. Aber ja, dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Der Schiedsrichter war ein bisschen scheiße, der Rest, Groß-Asbach hat zu wenig geschossen. Ansonsten könnte es gut eine Zweitliga-Partie sein. Ich glaube, Aalen war auch mal in der zweiten Liga, also ja. Derbys gehen immer ein bisschen mehr zur Sache und ja, das Derby könnte gut in der zweiten Liga stattfinden, finde ich, wenn sich Groß-Asbach ein bisschen mehr trauen würde. Dann bewertet das Video und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!